Herzlich willkommen nach etwas längerer Zeit mal wieder zu einem kleinen Vorstellungsvideo. Und zwar für meinen Cousin, dem ich ja öfter mal helfe mit dem Schlagschrauber hier, mit dem großen, sollte ich jetzt einen neuen Winkelschleifer besorgen. Und nachdem ich den sowieso schon sehr lange auf der Wunschliste habe, sozusagen, ist das der DGA 513Z geworden. So sieht er aus. Nigelnagelneu, noch nie verwendet. Womit wird er geliefert? Also mit dem obligatorischen Schlüssel, mit einem zusätzlichen Schutz, den man auch abmachen kann. Also so ein Kunststoffschutz. Und mit dem normalen Schutz, der ja hier über die Schnellwechselfunktion hoch entfernt werden kann. Das heißt also mit diesem Schnellverschluss hier. Und was ist noch dabei? Eine Inox, also eine Edelstahl-Schrubbscheibe. Ja, der Griff, ganz klar, ganz normal. Und aber ohne Akku. Nehmen wir einen 6 Ampere Akku. Okay. Also, was kann das Ding? Ich habe mich bewusst für die 513 entschieden, aus dem einfachen Grund, die hat nicht diesen Paddelschalter, der hier unten so ist, denn der Paddelschalter ist einfach nicht arretierbar. Das heißt, man kann den nicht auf Dauerbetrieb stellen und dann mit dem Winkelschleifer arbeiten. Und deswegen habe ich die 513 genommen, denn ist eine der besten quasi immer noch mit dem normalen On-Off-Schalter. Und ich glaube, da werde ich auch bei bleiben, weil die Paddelschalter gefallen mir nicht wirklich. Okay, was kann das Ding? Also es hat einen Brushless-Motor, es hat eine elektronische Bremse. Da habe ich mich mal ein bisschen belesen. Die funktioniert natürlich nicht, wenn man den Akku rausnimmt im laufenden Betrieb. Deswegen elektronische Bremse. Es hat die Möglichkeit hier unten die Geschwindigkeit zu regulieren. Also von 1 bis 5 und hier an der Seite stehen dann quasi die Umdrehungszahlen drauf. Das heißt also mit Stufe 5 sind es 8500 Umdrehungen und mit Stufe 1 beispielsweise sind es 3000 Umdrehungen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich verwende sie eigentlich immer in der höchsten Drehzahl. Also ich weiß noch nicht wirklich so richtig eine Anwendung, wo man eine ganz langsame Drehzahl braucht. Vielleicht beim Schrubben mit der Drahtbürste, also falls man hier so einen Drahtbürstenaufsatz drauf macht, könnte man eventuell ein bisschen langsamer drehen lassen, aber ich wüsste nichts. Es steht auch in der Anleitung drin, dass man die Maschine nicht dauerhaft im langsamen Modus laufen lassen soll, also mit 3000 Umdrehungen, weil sie sonst überhitzt. Das heißt, der Motor, der bläst ja hier auch kühle Luft entsprechend durch, also die kommt hier rein durch die beiden Schlitze und hier vorne wieder raus, und wenn die ganze Zeit nur langsam dreht, dann kann der Motor schnell überhitzen. Also ich lasse die deswegen auf 5. Es ist nicht unbedingt ein Feature, was ich jetzt zwingend brauche. Vor allem, ich habe ja jahrelang die DGA 504. Die hatte sowas auch nicht und ich habe es bisher ehrlich gesagt auch noch nicht vermisst. Ja. Gut, was hat sie noch? Eine Akkustandsanzeige hier. Mal gucken. Ja, zeigt an, voll. Und dieser kleine Punkt daneben. Nachdem ich nie wusste, wofür dieser kleine Punkt ist, habe ich mich auch mal belesen. Der kleine Punkt zeigt den Unterschied an zwischen Hochdrehzahl und Hochdrehmomentmodus. Das heißt, das ist so eine automatische Geschichte. Das heißt, wenn die stark belastet wird, die Maschine, dann schaltet sie automatisch in den Hochdrehmomentmodus um. Das heißt, sie ist wesentlich stärker, dreht aber nicht ganz so hoch. Man merkt es manchmal beim Schneiden bzw. auch beim Schrubben, dass sie dann ein bisschen langsamer wird, aber dafür kräftiger. Und das ist eine automatische Umschaltung. Wenn also der rote Punkt hier leuchtet, dann ist es der Hochdrehmomentmodus. Ansonsten ist es immer der Hochdrehzahlmodus. Ja, ansonsten diese ganzen anderen Technologien wie XPT, XDT, SXT, bla bla, wie die alle heißen, also mit Extreme Protection und so weiter und so fort, Staubschutz, ist eh klar, haben mittlerweile eh die meisten Maschinen von Makita. Jo,
dieser Schutz muss, also der Schutz ist relativ einfach anzubringen. Den klickt man hier nur rauf, vorne ansetzen und hier hinten ist dann so ein kleiner Federmechanismus drin, dass man es wieder einhängen kann. Und dann ist er drauf. Da ist auch angegeben, dass die Dicke der Scheiben hier maximal 3,2 mm betragen darf. Also ich glaube, diese Schrubbscheibe ist schon zu dick dafür. Ja, die ist ja knappe 5 mm dick. Aber ich muss auch dazu geben, ich verwende diesen Schutz eigentlich recht selten. Wie man vielleicht in meiner 504 erkennt, verwende ich noch nicht mal den normalen Schutz sehr oft, weil man immer über Kopf und kreuz und quer und rechts und links irgendwas schneiden muss oder schrubben muss oder ähnliches. Da ist dieser Schutz, der hier dran ist, nicht überflüssig. Also für die Sicherheitsfanatiker wie immer, natürlich, der ist total wichtig und alles toll. Aber ich brauche nicht so oft. Ich setze mir die Schutzbrille auf, nachdem ich einmal beim Schneiden hatte ich mal einen Splitter im Auge, den der Augenarzt dann mit einem Mini-Bohrer sozusagen rausholen musste aus der Hornhaut. Seitdem setze ich eigentlich immer die Schutzbrille auf und die genügt in den meisten Fällen. Zumindest für mich. Ich habe ohnehin immer die Handschuhe an. Also alles gut. Ja, was soll man noch sagen? Ich löse das Ding ja immer so von Hand. Hier ist ja der Arretierknopf. Kann man das Ganze lösen und entsprechend andere Scheiben reinmachen. Was ich immer für Scheiben da habe, sind die 1 mm Scheiben, die auch Inox schneiden können. Ich verlinke die auch mal unten in der Videobeschreibung. Also die habe ich eigentlich immer da, weil die haben so viel Abrieb, also wenig Abrieb, weil die nur 1 mm dick sind. Die nutzen sich natürlich ein bisschen schneller ab als die 2 mm Scheiben. Aber dafür kann man da viel leichter mit oder viel schöner mit schneiden. Genau, ich mache die nur so fest, zack, fertig. Man kann das natürlich verwenden, wenn man möchte. Und dann ist gut. Es gibt wohl auch eine Absaugvorrichtung, also das ist eher so ein Aufsatz. Ich versuche den mal unten zu verlinken, den man dann hier drauf machen kann, um das dann abzusaugen. Die 513er hat diese Funktechnologie noch nicht drin. Also es gibt ja jetzt mittlerweile diese AWS, Wireless, bla bla Funktion, die dann quasi den Staubsauger, der von Makita sein sollte, anschaltet, sobald man dieses Gerät hier anschaltet. Das heißt also, da ist dann so ein Funkmodul drin, was man dann mit dem Staubsauger koppeln muss. Und sobald man anfängt, zum Beispiel, also man sollte natürlich keine heißen Metallspäne absaugen, aber es geht vor allem darum, wenn man zum Beispiel staubiges Mauerwerk schneidet, dann macht diese Absaugvorrichtung Sinn und dann zieht der Staubsauger das weg. Ja, gucken wir mal, wie sie läuft. Stufe 5. Und Motorbremse. Zack. Bleibt sofort stehen. Also bleibt sehr schnell stehen. Wunderbar. Jetzt machen wir mal Stufe 1. Und verstellen. Ja. Motorbremse funktioniert auch. Den Halter hier, der ist übrigens ziemlich cool, ist einer der besseren Halter, wobei der ist hier noch, der alte hier wirkt noch ein bisschen robuster, der ist hier zu, der hat hier unten quasi eine Metallschraube, Metallmutter dran und wirkt noch ein bisschen robuster. Den kann man hier entsprechend auf beiden Seiten anschrauben, rechts und links. Je nachdem, wie man gerne arbeitet. Ich habe ihn eigentlich immer so dran, weil ich mit der linken Hand hier arretiere und mit der rechten Hand schneide. Okay, ja, viel mehr ist zu diesem Ding eigentlich nicht zu sagen. Ja, also was kann man noch sagen? Vielleicht ein bisschen zum Zubehör. Also was ich sehr gerne auch da habe, sind diese Metallschrubbscheiben hier. Auch Inox, das sind die blauen in den verschiedensten Körnungen. Ja, das ist eine 125er Fächerscheibe. Hier habe ich auch eine Fächerscheibe, das sind die braunen.
Die sind für Holz. Die habe ich auch in den verschiedensten Körnungen da. 120er, 40er, 80er. Damit macht sich ein Balken oder so hier, wie zum Beispiel für die Lampe, die ich da baue. Das macht sich sehr gut. Damit kann man das schön sauber schrubben. Ja, und ansonsten noch hier die diversen Schrubbscheiben, die man hier und da braucht. Ja, letzte natürlich, Schutzbrille nicht vergessen. Das sollte immer dabei sein. Und die Handschuhe. Fazit zu dem Ding. Wir machen mal hier einen Akku rein. Achso, was sie noch hat übrigens, ist dieser Wiederanschaltschutz. Das heißt, wenn man jetzt hier den Akku rausnimmt und dann den Akku wieder reinsteckt, dann dreht die nicht gleich wieder los, obwohl der Schalter noch an ist. Das haben sie aber alle wirklich. So, was sonst? Von der Größe her, man sieht, die ist ein bisschen größer, ein bisschen länger geworden. Prinzipiell sieht sie gleich aus. Die 504 kann man nach wie vor, glaube ich, sogar auf der Makita-Webseite finden. Also viel mehr Veränderungen oder Verbesserungen haben sie da nicht gemacht. Ich werde die jetzt noch ein bisschen ausprobieren und dann kriegt sie meinen Cousin. Und falls ich dann mal irgendwann Lust und Laune habe, werde ich mir vielleicht auch noch eine zweite zulegen. Weil manchmal ist es tatsächlich ein bisschen nervig. Man hat so eine Schrubbscheibe, man hat eine Trennscheibe und jedes Mal muss man das wechseln. Deswegen habe ich durchaus gerne auch mal eine zweite. Gut, falls euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Stellt mir Fragen, wenn noch Fragen sind. Ich glaube eigentlich alles beantwortet zu haben. Und ja, unten sind die Verlinkungen zu diesen ganzen Sachen, die hier dazu sind. Und auch zu der Maschine selbst. Bis zum nächsten Mal.